Und damit schauen wir aufs Inland. Am Mittwoch sind Ricarda Lang und Omid Nuripur überraschend vor die Presse getreten, haben den Rücktritt des gesamten grünen Bundesvorstands angekündigt. Jetzt haben zwei mögliche Nachfolger ihre Kandidatur bekannt gegeben. Franziska Brandner und Felix Banaschak kandidieren für den Parteivorsitz. Brandner, eine Vertraute von Robert Habeck, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, und Banaschak, Bundestagsabgeordneter, war 4 Jahre lang Vorsitzender der Grünen in NRW. Hören wir rein, wie die beiden sich vor der Presse jetzt geäußert haben. Wir sind heute hier, weil Ricarda Lang und Omid Nuripur diese Woche einen sehr großen, einen enormen Schritt getan haben und der Partei die Chance für einen Neustart gegeben haben. Wir sind sehr dankbar für die Arbeit, die sie auch in schwierigen Zeiten geleistet haben, und habe einfach wirklich großen Respekt vor diesem Schritt in dieser Woche. Und dieses Land ist in schwierigen Zeiten, auch für unsere Partei ist es nicht ganz einfach gerade, und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, diesen Neustart zu gestalten. Felix Banaschak und ich wollen uns dieser Verantwortung stellen, wohl wissend, dass es nicht die einfachste Aufgabe ist, mit großem, auch großer Demut vor dieser Aufgabe. Und warum machen wir das? Ich mache das, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir dieses Land voranbringen können, dass wir es zusammenbringen müssen. Und dass wir heute und morgen hier gerne auch weiter leben wollen und dafür wieder die Kräfte in diesem Land befreien müssen. Ich bin häufig unterwegs in unserem Land und sehe, wie viele Menschen täglich daran arbeiten, Innovationen in diesem Land voranzubringen, die täglich hart daran arbeiten, dass es uns hier gut geht. Und ich möchte, dass Bündnis 90 Die Grünen der Ort ist, wo sich Menschen versammeln, die an Deutschland und an Europa glauben. Ja, meine Damen und Herren, hallo auch von mir. Erstmal sorry, dass ich Sie so ein bisschen geghostet habe die letzten Tage. Now you know. Das war, man muss es glaube ich so deutlich sagen, für uns Grüne nicht die einfachste Woche. Es war eine harte Woche in einer insgesamt nicht einfachen Zeit. Deswegen lassen Sie mich auch zu Beginn das Wichtigste sagen. Omid Nuripur und Ricarda Lang haben den Parteivorsitz für uns Grüne in einer extrem herausfordernden Zeit angenommen, übernommen, mit großem Einsatz, ja, übermäßig großem Einsatz, mit Klugheit, mit Empathie und mit großem Gestaltungswillen angenommen und ausgeführt. Es gibt kaum aus meiner Sicht angemessene Worte der Dankbarkeit dafür, dass Sie das so getan haben. Und sowohl diese Arbeit als auch diese Entscheidung, die Sie jetzt Mitte der Woche getroffen haben, nötigt mir großen Respekt ab. Warum sind wir nun hier? Weil wir einen Beitrag dazu leisten wollen, uns in dieser Situation als Grüne aufzustellen. Jeder für uns, von uns für sich und gemeinsam. Und weil Politik immer Teamarbeit ist, wird das auch nur in einem breit getragenen Team funktionieren. Deswegen freue ich mich auch, dass Andreas Audretsch neben seiner Aufgabe als stellvertretender Fraktionsvorsitzender hier in der Bundestagsfraktion bereit ist, die Wahlkampfleitung in diesem Jahr zu übernehmen. Wir haben darüber viel gesprochen mit allen Beteiligten, auch mit Robert Habeck, und glauben, dass das Teil einer Teamaufstellung ist, die uns nach vorne bringt. Es ist jetzt genau 1 Jahr und 1 Tag noch bis zur nächsten Bundestagswahl. 1 Jahr und 1 Tag, um an die Arbeit zu gehen, denn das ist das, was ansteht. Zwei Leute neu in einen Parteivorsitz zu wählen, ist noch keine Strategie. Wir haben jetzt Arbeit vor uns. Und ich meine, wenn Grüne eins können, dann arbeiten. Diese Partei hat in den letzten über 40 Jahren ihres Bestehens und auch in den letzten 15 Jahren, die ich dabei sein durfte, Höhen und Tiefen erlebt. Und bislang ist es uns immer gelungen, uns aus dem Tal wieder nach oben zu arbeiten, bergauf. Und ich und wir sind überzeugt, dass uns das auch diesmal gelingen kann und gelingen wird.